Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zum besagten und versprochenen Video, dass wir heute einfach mal so eine Zusammenfassung oder überhaupt uns einen Überblick verschaffen, was das Heiligtum der Elben in Löstau überhaupt bedeutet, was das für eine Tragweite hat und welche Verbindung wir ja mittlerweile in ganz Europa mit diesem Heiligtum der Elben haben. Denn diese Anlage in Löstau, ich mache sie euch nochmal schnell auf. Ich bin jetzt nämlich gerade hier in meinem Harzquartier und sitze hier an meinem Klapprechner und versuche euch das über diesem Wege hier näher zu bringen. Und dazu müssen wir erstmal hier oben diesen Zeitstrahl verändern, weil hier ist dieses Heiligtum der Elben. Diese kleine Ausbuchtung, die wir hier sehen, die hat sich einfach natürlich, also nicht natürlich angelegt, sondern sie ist einfach ein Stück des Ringes, was man hier auf diesen Bildern nicht so gut erkennen kann. Aber ich zeige es euch mal, meine lieben Freunde. So. Wir stellen das Jahr 2009 ein. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr euch Google Earth Pro runterladet. Und dann habt ihr die Möglichkeit, das hatte ich euch auch in dem ersten und zweiten Teil schon mal gezeigt, im Heiligtum der Elben, die einen oder anderen kennen das schon. Aber für meine neuen Abonnenten, dass ihr auch sehen könnt, wie ihr diese Anlage hier virtuell erreichen könnt. Wir haben also hier die Elbe bei Magdeburg, Löstau. Und wir sehen hier über diesen Zeitstrahl, hier über diese Uhr, können wir dann eben entsprechende Google-Bilder einstellen, die mal aus der Luft fotografiert wurden. Und diejenigen, die mich kennen, die wissen ja, Satelliten gibt es nicht. Was sie als Satelliten bezeichnen, das sind jetzt diese ganzen Ballone, die in letzter Zeit so unterwegs sind und die seltsamerweise aus ihrer Umlaufbahn fliegen. Und ja, so langsam fliegt halt die Lüge auf, ne? Das sind nämlich keine Wetterballone oder Spionenballone. Wenn man diesen Ring, und dazu kommen wir dann später in späteren Videos, jetzt war es hier gerade mal ein bisschen doppelt gemobbelt, also in den späteren Videos werde ich euch zeigen, was diese Ringe überhaupt bedeuten. Denn ist eine atlantische Struktur und das ist Sinnbild unserer Erde und diese Ringe sind sozusagen diese Äquatorringe. Und wenn wir uns jetzt hier vorstellen, wir bilden jetzt hier drüber eine Kuppel, dann wissen wir auch, warum hier in diesen Laufbahnen Wetterballone unterwegs sind, die sich mit den Gestirnen Luna und Sonne, Mond, ich blende euch gleich noch eine Grafik dann mit ein, wenn ich dieses Video schneide, im Uhrzeigersinn drehen und damit entstehen Ströme, also Winde, wie der Golfstrom, also der Golfstrom zum Beispiel auch im Wasser, also im Wasser entstehen Strömungen und auch in der Luft, im Äther entstehen Strömungen und darüber bewegen die sich und das sind ihre sogenannten Satelliten, ja, und ja, die Wahrheit rückt immer näher, das Licht rückt immer näher, weil wir leben in der Endzeit. Und genau deshalb passiert das, dass man jetzt ab und an mal kleine Ballone fliegen sieht. Weil es gibt noch eine Kraft über diese Herrschaften, die uns jetzt den Vorhang öffnen. So, aber das ist nicht heute das Thema, so ein kleiner Exkurs. Ihr kennt es ja in meinen Videos, ich schweife immer schnell ab, weil das einfach viel zu komplex ist. Aber beginnen wir einfach heute mit dem Heiligtum der Elben. Wir machen das heute mal ein bisschen dokumentarisch, nicht so locker, wie es sonst draußen im Felde ist. Aber viele Orte, die wir hier auf diesen Leylinien, auf diesen Linien hier heute sehen werden, die werden wir dann auch gemeinsam hier über unseren Kanal besuchen. Und wenn ich in zukünftig, das muss ich jetzt gleich nochmal vorneweg sagen, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich
ja, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit immer mehr eingespannt bin hier in dieser ganzen Geschichte, dass ich jetzt demnächst so ein, also dass ich demnächst versuche, jetzt irgendwie diese Werbung rauszunehmen. Es geht nicht, wahrscheinlich jetzt doch, dass man diese Werbung rausnehmen kann. Und dafür mache ich einen Mitgliederbereich und da habe ich mir gedacht, dass wenn ich, also es wird in jedem Fall immer für jeden frei zugänglich sein. Alle Informationen, die ihr hier über diesen Kanal und über meine Sichtung, meine inneren Seele hier erfahrt, die sind immer frei. Es gibt aber einige Abonnenten, die mich freundlicherweise angeschrieben haben über verschiedene Kanäle, die mir gern irgendwie etwas Gutes tun wollen, wie auch immer. Ich finde das auch ganz toll und ich finde es auch schön, dass ihr das macht. Und dass ich da auch angeschrieben werde und dass man mich denn auf diesem Weg auch unterstützen will. Und da habe ich mir gedacht, weil das jetzt nun jetzt sich so langsam häuft, dass ich einen Mitgliederbereich auf diesem Kanal mache, nehme jetzt die Werbung raus und jeder kann diesen Mitgliederbereich betreten und kann dann sozusagen mir dann über diesen Weg oder über ein PayPal-Konto, das werde ich auch noch verlinken, mir dann entsprechend die Zuwendung geben, wie er es möchte. Aber wie gesagt, ich habe nicht diesen Kanal gegründet, um jetzt hier diese Zuwendung zu erhalten, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr die Möglichkeit habt, das zu tun. Und wer das möchte, kann mich halt eben auf meinen Reisen so unterstützen. Und diese Mitglieder haben halt eben den Vorteil, denn das will ich euch jetzt damit sagen, dass wenn ich an einem bestimmten Ort bin und dort einen Drehtag habe, dass ich dann entweder A, eine Live-Schaltung mache, das heißt, ich gehe dann live und ihr seht dann direkt, was ich dort filme, was wir sehen und was ich dort dazu sage, ungeschnitten, ungefiltert. Und die halt nicht in diesem Mitgliederbereich sind, die kriegen genauso diese Informationen, wie ihr jetzt ihr auch bekommt, aber halt eben dann geschnitten und etwas später. Ja, so, das soll also, ich will euch damit sagen, ich möchte das nicht, dass jemand, der zum Beispiel nicht diese Möglichkeiten hat oder das nicht machen möchte, dass er auf meinem Kanal benachteiligt wird. Und deshalb mache ich jetzt halt diese Variante. Ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich das machen kann. Und es werden immer dieselben Informationen sein, nur nicht in gleicher Ausführung. Das heißt also, wenn ich dort live vor Ort bin, dann kann man wahrscheinlich mit mir kommunizieren oder kann mir Grüße schicken oder wie auch immer. Und das funktioniert halt eben auf so einem normalen Video dann halt nicht. Und da kann sich halt jeder überlegen, der mir Zuwendung geben möchte oder der das selber für sich verspürt, weil ich hatte da letztens auch ein Gespräch mit jemand, der gesagt hat, er möchte das aber gern und ja, gut, dann soll es jetzt so sein. Ich freue mich ja auch darüber und das wird das vielleicht auch alles ein bisschen erleichtern und auch etwas beschleunigen, diese ganze Sache. Also das erstmal vorneweg, das wollte ich nochmal kurz sagen. Also wundert euch nicht, wenn da jetzt Mitgliederbereich ist, diese Informationen bleiben immer dieselben. Also ich werde jetzt nicht das so machen, ich wiederhole nicht nochmal, dass jemand, der Geld hat oder der mir was zuwenden will, dass der bevor, also einen Vorteil hat in Form von Informationen. Das möchte ich nicht. Diese Informationen sind für alle weltweit, sollen alle weltweit zugänglich sein, weil dieses göttliche Wissen, das Wissen, was ich jetzt hier euch vermittle aus meinem Inneren, soll für jeden frei zugänglich sein und muss auch für jeden frei zugänglich sein, weil ich ziehe das ja auch irgendwo aus dem Äther und mir trägt das ja auch jemand zu. So, ne? Also das ist erstmal vorneweg. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Video. Also wenn da jemand noch Fragen hat, kann es gerne in den Kommentaren reinschreiben. Aber so ist jetzt erstmal der Plan und ich hoffe, das ist dann für euch so in Ordnung. Jetzt haben wir hier diese Ringanlage. Diese Ringanlage kenne ich schon viele, viele Jahre und schleppte auch dieses Wissen immer mit mir rum. Und irgendwann habe ich dann halt eben, weiß nicht, vorletztes Jahr oder das Jahr davor, habe ich dann diesen Kanal gegründet, wo ich diese Erfahrung in einer kleinen Dorfkirche gemacht habe, wo dieser Engel herabgestiegen ist. Und das hatte ich auch in einem Video schon erwähnt.
Ja, und seitdem habe ich dann begonnen, dieses Videoprojekt hier und diese Reise mit euch zu beginnen. Und ja, gehen wir erstmal zum Heiligtum der Elben. Wichtig ist, wie gesagt, das ist eine atlantische Struktur. Und diese Struktur, wir gehen jetzt mal zu den Videos, die ich euch schon gezeigt habe. Und zwar gehen wir jetzt zur Stapelburg im Harz. Da fliegen wir jetzt mal rüber. Ihr seht hier also diese Linie. Es ist alles auf einer Linie. Und diese Stapelburg, die kreuzt genau diese Leylinie. Und diese Stapelburg, da habe ich ja schon ein Video drüber gemacht. Das verlinke ich dann jetzt immer, dass ihr diesen Zusammenhang dann bekommt. Und diese Stapelburg wurde mal aufgestapelt. Und diese Stapelburg nennt man deshalb Stapelburg, weil sie eine pyramidale Struktur hat, aber dennoch kreisrund ist. Und hier seht ihr diese Anlage. So. Und jetzt müsst ihr euch einfach immer merken, hier oben, schaut mal hier oben. Hier oben ist ja der Norden eingestellt, ja, also die Karte nach oben jetzt, so wie es militärisch auch ist, das ist immer Norden, ja, das merkt ihr euch. Und die Karte bleibt die ganze Zeit so. Also wir verändern jetzt nicht die Himmelsrichtung, sondern sie bleibt jetzt immer sozusagen eingenordet. Und sie kreuzt jetzt hier genau die Burg. Hier ist diese Burganlage und da geht die durch. So, das heißt, hier ist der energetische Punkt von dieser Kreisanlage. Und deshalb wurde diese Burg oben drauf gebaut. Und diese Burg hat man deshalb drauf gebaut, um bestimmte Bereiche zu verdecken. Denn alles, was heute an Schlössern und Burgen irgendwo steht, dort waren vorangegangen immer diese atlantischen Strukturen, diese Energieanlagen, um diese Anlagen entweder A einzudämmen, hat man ja sowieso das Wasser genommen. Diese Anlagen waren immer vom Wasser umgeben. Da fließen ja heute noch kleine Gremien um diese Anlage hier herum. Oder B, man hat dann einfach diese Anlagen überbaut, um diese Frequenz zu zerstören. Ja, also wenn ich eine Frequenz habe, es gibt ja beim Militär, lernt man das ja auch, es gibt ja verschiedene Wellenlängen, ne? Es gibt ja Kurzwelle, Langwelle und es gibt ja diese Funkwellen, die wir heute haben, das sind ja alles zum Beispiel Kurzwellen, umso kürzer halt diese Radiowellen sind, das sind alles nur Radiowellen, da veralbern sie ja die Menschheit halt auch. Das ist eigentlich eine Erfindung aus dem Dritten Reich, die haben ja halt über ein atlantisches Wissen haben die ja verfügt, ja, und wussten ja auch, was war. Und deshalb hat man ja auch Deutschland fast eingeäschert, um das so schnell wie möglich einzudämmen. Deswegen sind die ja dann innerhalb kürzester Zeit wie die Furien hier in das Heilige Reich, in das Zentrum eingefallen, weil die genau wussten, was sich jetzt wieder erhebt und erheben will. Und ja, aber das ist ein anderes Thema, da können wir mal drüber sprechen. Da hatte ich auf meinem Telegram-Kanal auch schon etliche Sachen drüber gesprochen, über die Marshallstäbe, was sie zu bedeuten haben, oder die Schlacht über Nürnberg. Da müsst ihr einfach mal schauen und mal in die Suche gehen. Da habe ich schon ausführliche Beiträge drüber geschrieben. Da werden aber noch Videos folgen. Zunächst ist es aber erstmal wichtig, dass wir diese Anlagen hier in Europa kennenlernen, dass ihr eure Orte, eure Heimat geografisch wieder einordnen könnt. Denn wenn ihr das wieder geografisch einordnen könnt, dann zieht sich das wie ein roter Faden durch bis in ihre heutige Geschichte. Denn das ist eine Geschichte und eine Geschichte ist immer nicht die Wahrheit. Da ist man nur ein Teil Wahrheit drin, aber die Geschichte ist nicht die Vergangenheit. Und die Vergangenheit finden wir über diese Anlagen, über dieses heilige Wasser, über den Wasserlauf. Ich hatte ja schon in anderen Videos auch schon euch die Meeresspiegel gezeigt, wie die ursprünglichen Meeresspiegel im Harz waren, warum welche Punkte, energetischen Punkte dort waren. Auch mit den Bohren, die ich euch jetzt in den letzten Tagen auf Telegram oder auf meiner Facebook-Seite gezeigt habe. Das hängt alles damit zusammen. Alle Bilder, die ihr sehen könnt bei mir, merkt euch diese, auch wenn man manchmal damit nichts anfangen kann, auch wenn man mit einigen Worten in meinen Videos nichts anfangen kann. Ihr werdet sehen, es fügt sich irgendwann zu einem großen Puzzle zusammen.
Wir müssen aber erst, also jetzt, diese geografischen Orte kennenlernen. So, wir haben also jetzt hier die Stapelburg. Die Stapelburg kreuzt also sozusagen genau diese, wo diese Leylinie kreuzt sozusagen diese Stapelburg. Zu der Stapelburg, wie gesagt, habe ich schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Es werden hier, also hier könnte ich alleine schon noch mindestens 4, 5 Videos machen, um dort in die Tiefe reinzugehen. Nur leider fehlt mir da einfach die Zeit, weil wie gesagt, ich muss auch hier irgendwie leben und habe auch noch andere Verpflichtungen, die natürlich mir das hier ermöglichen. Und deshalb kann ich immer nur jeden anraten, die Punkte, die ich euch hier zeige, fahrt einfach selbst raus, forscht, macht eigene Kanäle und versucht euch in diese Anlagen hereinzuversetzen. Ja, die geht ja dann ja eigentlich noch ein Stück weiter, die ist so tropfenförmig. Das haben wir in England auch sehr oft, dass diese Anlagen so aussehen. Und schaut mal dieses Video, was ich über Rügen, über den Ort Bergen gemacht habe. Dort seht ihr genau diese gleiche Anlage, was ihr auch in England findet. Wie eine Acht kann man es schon fast sagen. So ist das gemacht. Und trotzdem aber immer kreisrund. So, gehen wir mal weiter. Ihr werdet jetzt immer so im Schatten im unteren Bereich auch meine Hände sehen. Weil ich muss das natürlich hier ein bisschen, muss hier ein bisschen improvisieren. So, und dann kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt. Nämlich der Ottenhain. Ihr kennt es ja, das Video mit dem Niklas zusammen, was ich dort gedreht. Oh, jetzt habe ich es leider verdreht. Nee, jetzt ist es also immer noch hier oben eingestellt, ja? Hier oben mein Finger. Oben rechts. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe hier nicht meine Kamera auf ein Stativ gestellt, weil ich hier irgendwie nicht weiß, wie das hier funktioniert, wie ich meinen Bildschirm mit zum Beispiel filmen kann. Vielleicht weiß das ja jemand, der kann es mir in den Kommentaren schreiben. Ach so, wir müssen jetzt erstmal, wir müssen das doch erstmal nochmal drehen. Und dann drehe ich es nachher wieder in nördlicher Richtung zurück. So, dieser Ottenhain erinnert euch an dieses Video. Die einen oder anderen wissen das. Hier mit dieser Kreisanlage, die man hier oben sehen kann. Ich muss das mal. Und all das war hier unten immer vom Wasser umgeben. Ne? Also das war hier alles. Und teilweise sind diese ganzen alten Waldwege, die wir hier sehen, sind übrigens alles Wasserlinien. Ne? Hatte ich schon vor vielen Monaten auch schon auf meinem Kanal so veröffentlicht. So. Jetzt muss ich das hier nochmal. Hier ist der Ottenhain, ja, Ottenhain. Der Ott wird alles in meinem Video beschrieben, gehe ich heute nicht näher drauf ein. Aber wichtig ist zu erkennen, dass wir hier eine kreisrunde Struktur hier oben sehen. In dem Video vom Ottenhain, da habe ich doch die Bilder bearbeitet, da sieht man es noch viel besser. Und wenn man dort vor Ort ist, sieht man es noch besser. Aber dieser Punkt wird auch, wie gesagt, liegt auch auf dieser Linie vom Heiligtum der Elben. Also wir haben hier die Stapelburg, nach hier oben hoch haben wir das Heiligtum der Elben, also Lostau. Und das Interessante, und jetzt wird es richtig interessant, meine lieben Freunde, warum steht denn hier genau die Canossa-Säule? Und auf der großen Harzburg, also auf der Herzburg. Hier ist ja die kleine Harzburg angeblich, hier ist die große. Das gleiche Spiel haben wir ja mit Ober- und Unterburg der Sachsenburg. Die einen oder anderen haben ja jetzt vor ein paar Tagen meine Bilder gesehen und mein Kurzvideo von der Sachsenburg. Also da bin ich jetzt mittlerweile schon angelangt und alles Material auf dem Weg dorthin ist schon in meinem Kopf und auch auf verschiedenen Medien gespeichert und das wird jetzt nach und nach, wird das dann eben gelüftet für euch, wo ihr denn sehen könnt, wie die Zusammenhänge sind, auch über die Burg Arnstein im Harz bis zum Arnstein in Thüringen, was ja das ehemalige Sachsenland ist, und bis
hin zu der Templerburg in Thüringen, bis zur Funkenburg in Thüringen und. Die Funkenburg war übrigens auch eine Ringanlage. So, und das Interessante ist ja, ich stelle das mal jetzt mal, ich norde das mal hier wieder ein hier oben. Na, das Ding hier. So, das war noch nicht richtig norden, ja. Sag mal. Also passt es ungefähr. So, und die Canossa-Säule, da steht ja dieser Leitsatz, ne? Und wir gehen nicht nach Canossa von Bismarck. Und wenn ihr euch das genau anschaut, hier dieses Geländeprofil, dann ist das sehr rechtwinklig, auch alles angelegt, auch pyramidal, also wenn man es von unten aus sehen kann. Ich blende euch gleich nochmal Bilder dazu ein, wenn ich die finde. Nur interessant ist ja, das ist ja das, was ich euch immer wieder damit sagen möchte. Warum wurde genau dieser Punkt gewählt? Und, das hatte ich ja auch im vorangegangenen Video schon gesagt, was wusste denn Bismarcks Regierung und Bismarcks Gefolge und selbst Bismarck davon? Warum nahm er genau diesen Punkt? Also es ist jetzt, diese Linie ist jetzt hier nicht genau auf den Meter genau, weil es einfach nicht funktioniert, auf diese Entfernung das hier zu setzen. Normal ist ja die Canossa-Säule jetzt hier hinten, ne? Oder wartet mal. Nee, doch, das ist sie doch. Ja, doch, ja, so ungefähr steht es auch. Es ist halt nicht immer auf den Meter genau. Deswegen hat man manchmal auch Abweichungen näher auf den Linien. Da sind dann manche Orte dann daneben und tangieren dann sozusagen nur diese Linie. Wichtig ist aber zu erkennen, dass die eben halt alle auf wieder eine Perlenschnur auf dieser Himmelsrichtung, auf diese Linie aufgereiht sind. So, die Frage ist ja, die ihr euch jetzt stellen müsst, was hatte denn die damalige Reichsregierung für einen Grund, diese Säule, was ja wie ein Obelisk, gebaut wurde und aufgestellt wurde, also ein männliches Symbol, also Kathode, und die Anode ist ja dann sozusagen Löster. Das sind alles energetische Anlagen, darum gehen wir jetzt so ein bisschen in diese Begriffe der Elektrotechnik rein. Was wusste er denn da? Ne? Warum wurde das dann genau hier auf der Harzburg errichtet? Und wir haben hier übrigens auch die sagenumwobene Sagenhalle, die schon seit vielen Jahren geschlossen ist. Die wurde aber im Dritten Reich, glaube ich, nochmal saniert oder aufgestellt. Also irgendwas in diese Richtung steht da. Und das Dritte Reich hat sehr, sehr oft diese Anlagen genutzt und wussten auch darüber. Das ist ja das, was ich damit sagen will, dass die eben halt über atlantisches Wissen verfügt haben, weil sie wahrscheinlich da auch hergekommen sind. Zumindest aus einem Kontinent, den wir nicht kennen, aber den ich euch dann vielleicht irgendwann mal zeigen werde, so Gott will. Und dieses Wissen war also bekannt. Das heißt, diese Linien, die wir hier haben, die durch den ganzen Harz, und das ist nicht nur, das ist also jetzt nur eine Linie, ne? Also wir haben noch viel mehr. Und ihr seht es ja, wie viele Hügel und Burgen wir auf dem Weg dorthin kreuzen, ne? Also ihr versteht, was ich meine. Der Bismarck hat davon gewusst. Und warum wurde es denn den Menschen nie mitgeteilt, dass derartige Burgen auf einer Linie liegen? Und die haben alle dieses Wissen. Alle, sämtliche Regierungen stecken zum großen Teil unter einer Decke und belegen die Menschheit jedes Jahr und jahrhundertelang schon seit dem Mittelalter immer wieder mit neuen Schleiern, dass sie nicht erkennen, woher sie kommen, wer sie sind. Damit sie möglichst in ihrer Tretmühle bleiben. Auch im Kaiserreich bestand schon eine Tretmühle. Und so zieht sich das wie eine Perlenschnur bis ins tiefe, dunkle, sogenannte Mittelalter. Denn Bismarck und alle anderen Herrschaften, auch die Alliierten, egal wer hier in diesem Land eingefallen ist,
Die wussten davon. Die wussten um diese Anlagen. Und was ich damit sagen will, das, was Bismarck dort wusste, ist natürlich nicht negativ, ne? Er hat wahrscheinlich seine Gründe gehabt, warum er das dort verheimlicht. Ich hatte letztens auch jemand, der hat das so kommentiert. Das ist schon richtig. Das ist mir auch schon klar, dass das so ist. Dass er seine Gründe hatte. Und dass er diesen Spruch rangemacht hat, und wir gehen nicht nach Canossa. Also wir gehen nicht zum Vatikan und machen den Kniefall. Denn diese Harzburg, da wird jetzt demnächst, denn wenn wir jetzt hier mit so weit durch sind, ist eins der wichtigsten Stätten. Da werde ich euch noch ein Video verlinken dazu. Das, oder hatte ich ja schon ein Video gemacht mit der Sage um den Harz. Eins der wichtigsten Stätten überhaupt. Denn hier war die Gründung des Reiches. Hier hat übrigens die Kaiserkrone gelegen des Heiligen Römischen Reiches. Das war die Hauptburg. Und zu diesem Zeitpunkt, wo diese Burg hier existiert hat, hat es Braunschweig noch gar nicht gegeben. Braunschweig war völlig unter Wasser. Da hat noch gar keiner gesiedelt. Und alle anderen Orte auch. Wie zum Beispiel Goslar. Die sind alle erst später entstanden. Und der Hauptort und deshalb auch diese Sage von den Kaisern, die dann unten in diesem Berg sitzen, das war hier die Harzburg. Die Harzburg steht für das Herz, die Herzburg, der Ursprung. Und auch die Stadt Blankenburg, wo man ja auch unmöglich viele Leylinien ziehen kann in allen Himmelsrichtungen, hat einen Grund und ist auch wichtig und sehr, sehr wichtig gewesen überhaupt in der Gründung der alten Welt. Denn in Blankenburg steht nicht ohne Grund der Löwe, der ja für die 12 Stämme Judäa stehen. Und warum steht er denn nicht in Braunschweig? Weil Braunschweig erst viel später gegründet wurde. Blankenburg ist viel, viel älter. Und das Schloss der Welfen, das ist auch ein sehr neuzeitliches Schloss. Zuvor stand dort was ganz anderes. Und deshalb haben die Welfen auch diesen atlantischen Brunnen beziehungsweise diesen sogenannten barocken Garten, der sehr, sehr atlantisch wirkt, in Blankenburg. Da werden wir auch noch ein Video drüber machen. Deshalb haben die das dort so auch architektonisch gebaut, als Erinnerung und als Botschaft an die Menschheit, wo im Ursprung diese Gründung entstanden ist. Denn der Harz ist nach wie vor das älteste, bekannteste spirituelle Gebirge weltweit. Es gab also Siedlungsspuren in den Alpen, also in Österreich. Die Österreicher waren zum Beispiel eine Seefahrernation, ne? Also ein Seefahrerstamm. Denn die, da müsst ihr euch mal schauen, ich verlinke das nochmal von Jens Linder, diese großartige Arbeit, die er dort gemacht hat. Ich glaube, sein Kanal heißt Ursteinwelten. Über dieses Pannonische Meer, dort, wo ich auch übrigens segeln gelernt habe, denn der Rest des Pannonischen Meeres ist der Neusiedler See. Und auf diesem See habe ich segeln gelernt. Und ich fühlte mich damals immer schon heimlich, wo ich im Hintergrund diesen Alpen gesehen habe und habe gesagt, das ist doch hier einfach wie so eine Fjordlandschaft. Ja, war es ja auch. Und das Pannonische Meer grenzte an den Klippen von Österreich, an den Alpen. Und Österreich war eine Seefahrernation. Jens Linde erklärt es ja auch sehr gut. Austria, ja, Austern und Ria ist eine alte Bezeichnung für Bucht beziehungsweise für ein Fjord. Und Ria, also und Austria, also die Austernbucht. Denn in Österreich, da könnt ihr mal googeln, gibt es das größte versteinerte Austernfeld weltweit, glaube ich sogar. Da müsst ihr mal schauen, er hat ein sehr gutes Video drüber gemacht. Und da seht ihr, warum zum Beispiel auch diese ganzen Megalithanlagen und diese Hünengräber und diese Großsteingräber an den Alpen, an den Küsten sozusagen, an den Rändern der Alpen zu finden sind. Ja, weil da überall Wasser war. Da war eine riesige Fjordlandschaft. Und wenn man heute Filme über Vikings in Norwegen oder sonst wo dreht, die waren alle gar nicht vorhanden, diese ganzen Regionen. Die waren gar nicht da. Weil die waren zum großen Teil unter Wasser. Russland hat zu der Zeit noch fast gar nicht existiert.
Russland wurde von Deutschland aus gegründet. Das sind alles Dinge, die ich euch dann in den kommenden Videos zeigen werde. Auch Thaler ist Thule. Der König von Thule wurde in Thaler geschrieben. Warum? Warum war Goethe dort? Warum spielt man dort Goethes Faust in Thaler? Warum steht der Odinsbrunnen in Thaler? Weil es ist das alte Thule ist. Der König von Thule. Es war ein König von Thule. Aber dazu wird noch ein ausführliches Video kommen. Und ihr werdet sehen, dass wir eine wahnsinnig schöne Fjordlandschaft hatten. Und diese Orte hier, das sind alles Gründungsorte. Das sind alles Gründungsorte. Das Heiligtum der Elben, was wir sehen, das war zu dem Zeitpunkt, wo das hier gegründet war, noch gar nicht da. Magdeburg war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da. Stonehenge war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da. War alles gar nicht sichtbar, war alles unter Wasser. Und dann irgendwann kam jemand von außen und verstand und wusste das, wie man das Wasser kanalisiert, wie man das Wasser in die Erde bringt durch Drainage und wie man Wasser in Form von Eis lagert. Deshalb gibt es nämlich diesen Antarktis-Sperrvertrag. Deshalb durfte dort nämlich keiner hin. Und deshalb gibt es auch alte Karten und Sagen und Geschichten, dass die Arktis mal eisfrei war. So, und das Wasser, was wir hier heute auf Erden haben, das ist ja ein geschlossenes System, ganz gleich, ob wir an die Globustheorie glauben oder von der flachen Erde wissen. Es ist immer ein geschlossenes Erdensystem und das Wasser kann nicht einfach weg sein, es muss ja irgendwo sein. Also diese Eisscheid-Spezialisten, da kann man ja dann nur sagen, wenn das Eis geschmolzen ist, wo ist es denn hin? Es kann ja nicht einfach von dem Globus laufen oder abfließen ins Weltall. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja völlig unlogisch, deswegen kann es auch gar nicht so gewesen sein. Nein, man hat das Eis, man hat das in Form von Eis gelagert. So, und die spiegeln ja auch alles. Und immer wenn sie sagen, die Polkappen schmelzen und das Wasser kommt zurück, ja, dann kommt es zurück. Das wäre das Beste, was uns passieren kann, weil da sind wir wieder frei. Dann können wir uns wieder frei bewegen auf Schiffen und uns auch wieder aus den Auen ernähren. Aber das sind dann halt Videos, die dann noch später kommen. Heute wollen wir was mit Dokumentarisch mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich schweife jetzt schon wieder ab. Aber wenn man so mit diesem geballten Wissen sein Leben lang rumläuft, dann ist es natürlich immer schwierig, da ja, das alles so in Einklang zu bringen. So, also wie gesagt, Bismarck wusste was davon, weil diese Säule wurde nämlich zu dieser Zeit errichtet. Und wir haben hier mehrere Punkte, die dann diese Leylinie kreuzen. Ne? So, und jetzt können wir ja zum Beispiel, das könnt ihr dann aber auch selbst tun. Wenn ihr einfach diese Linie verfolgt, dann seht ihr, dass immer wieder Orte, wie zum Beispiel Wasserleben mit der Burg Wasserleben, ja, immer wieder tangiert werden und manchmal nicht genau durch diese Linie gehen, muss es aber auch nicht. Aber man sieht, dass das alles so alte Gründungsorte sind, ne? Und die in der Regel immer älter sind als alle anderen. Übrigens, das hier war übrigens alles unter Wasser damals, was wir jetzt hier gerade sehen. Aber es wird heute noch spannend, das kann ich euch versichern. Und ihr hattet es euch ja gewünscht, dass ich mal so eine Zusammenfassung mache, was das Heiligtum der Elbe überhaupt ist. Und ich habe euch ein paar Linien hier zurechtgelegt. Wir werden aber heute nur die grünen Folgen verfolgen. Die rote, das wird in einem weiteren Video kommen. Und da werde ich euch die Tempelanlage in Magdeburg zeigen, die der Maria gewidmet war und warum es diese Tempelanlage überhaupt gab. So, seltsamerweise, jetzt haben wir hier diese Linie. Jetzt waren wir also, diese Linie führt hier in den Harz. Es gibt da noch viele andere, die kann ich euch aber jetzt hier an diesem einen Abend jetzt nicht zeigen. Was ihr euch aber immer merken müsst, diese Linien kreuzen seltsamerweise immer, immer und wieder Bergwerke. Tagebaut, also Tagebauten, also die oberirdisch sind, wird immer gekreuzt von diesen Linien. Das heißt, hier wurde etwas vernichtet, verdeckt. So, und jetzt gehen wir mal mit einem großen Schwung rüber. Nach Stonehenge. Damit ihr sehen könnt, was das hier überhaupt für eine Tragweite ist. Und ihr seht, diese Linie, ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet, kreuzt genau den mittleren Punkt von dieser Anlage in Stonehenge. Nun könnte man ja sagen, ja, einen Punkt zum anderen verbinden, das kann ja jeder, das hat ja nichts zu bedeuten, aber ihr werdet ja sehen, auf dieser Linie, was wir da für tolle Sachen entdecken. So,
Und nun schaut mal hier. Was ist das hier eigentlich hier? Ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ist ja auch komisch, oder? Wer legt denn man sowas an? Hä? Naja, das ist schon mal interessant, wenn man so. Also manchmal mache ich das so stundenlang so abends, wenn ich nicht so weiß, was ich machen will und will mich ein bisschen entspannen, dann mache ich hier immer Google Earth Pro an und dann fliege ich hier immer so ein bisschen durch die Lande und gucke mir so bestimmte Dinge an. Nun gut, aber schaut mal hier. Also ich mache das mal ein bisschen anders hier für euch. Und hier seht ihr, dass das alles auf einer Linie ist, ne? Also wir kommen ja jetzt hier von Lostorf, vom Heiligtum der Elben. Stonehenge und Stonehenge 2 habe ich das einfach mal genannt, weil diese Anlage ist nämlich viel größer als das bekannte Stonehenge. Schaut euch mal an, wie riesig die ist. Wir messen die mal aus. Ihr könnt das übrigens auch messen. Nehmen wir einfach mal den Durchschnitt. So, die haben wir jetzt hier 395, also circa, also fast so groß wie die Anlage in Lostau. Und schaut mal hier diese ganzen Strukturen. Ich hoffe, ihr könnt das hier so sehen. Ja, das wird ja alles verdeckt, überflügt. Auch in England wird das so praktiziert. So, und es wird ja immer auf Stonehenge fokussiert. Ja, weltweit, alle laufen sie dorthin und machen dann ihre Rituale und na, ich wollte jetzt gerade sagen, kaspern da in diesen ganzen, in diesen Ringanlagen rum, weil sie dann irgendwo mal was aufgeschnappt haben und wissen eigentlich gar nicht, was das überhaupt ist. Ich werde es euch aber dann in den kommenden Videos erklären. Heute machen wir einfach nur eine Zusammenfassung, dass ihr diese Tragweite überhaupt erstmal für euch verinnerlichen könnt. Und das jetzt hier, warum geht das jetzt schon mal nicht her? Ich muss das mal löschen. Weiß jetzt auch nicht, warum das jetzt. Ach so, jetzt. So, schaut mal hier. Das sind jetzt nur 169 Meter, also 170 Meter im Durchmesser. Das heißt, diese Anlage, die über Stonehenge drüber hinausgeht, ist viel, viel größer und viel interessanter. Aber alle Welt wird dorthin fokussiert. Und genau das Gleiche tut man bei uns mit Pömmelte. Pömmelte wird in den Fokus in Sachsen-Anhalt gesetzt, dass die Menschen dorthin rennen, ja? Dass sie sich dann dort ablenken können. Da können sie dann halt ihre Sonnenwendfest machen, ihre Rituale machen und da wird man ihnen, erzählt man ihnen irgendeinen Quark über irgendwelche Völker, über irgendwelche Rituale oder die, am besten ist ja momentan diese Schamanen von Bad Dürkheim oder Dürkheim, ja, was man da erzählt, wisst ihr? Und wenn ich euch das hier zeige, das ist ja das, was man daraus schließen sollte. Dann kann diese Geschichte, die heute über Vikings oder über irgendwelche anderen Kanäle verbreitet wird, gar nicht funktionieren und kann gar nicht existiert haben, weil wir reden hier über eine Strecke von weit über 1000 Kilometer und alles ist auf einer Perlenschnur aufgereiht. Und das hat kein Wikinger mit einem Pferd gemacht oder mit einem Langschiff oder irgendwas anderes. Das kann man nur aus der Luft machen, auf so einer Entfernung. Schaut euch das an. Übrigens tangiert diese Linie einen bestimmten Park hier in der Nähe von London. Auch London liegt sozusagen an dieser Linie. Und da seht ihr einfach mal, was das für eine Tragweite hat, diese Anlage in Lostau. Und wir reden hier von einer Anlage, die einen Durchmesser hat von, wir gucken jetzt gleich mal rein. Da muss ich denn das Datum nochmal umstellen. So, und jetzt gucken wir mal, was für einen Durchmesser wir hier haben in Lostau. So, wir haben hier auch 273 Kilometer. Das heißt also, die in Stonehenge, also die über Stonehenge hinaus ist, sogar noch ein bisschen größer. Also wenn nicht so ungefähr gleich groß. Das mit Google stimmt ja auch immer nicht in ganz auf dem Meter. So. Also da seht ihr, was das für eine Tragweite hat, dieses Heiligtum der Elben. Und wenn ich mir diese Klickzahlen und diese Aufrufe auf meinen Videokanal anschaue,
dann weiß ich, dass eben viele, viele sich diese Videos anschauen und dann eben falsches Wissen darüber verbreiten. Also mir ist schon das eine oder andere zutage gekommen, dass da eben Wissen dann genutzt wird und da irgendwas zurechtfabuliert wird. Und deshalb habe ich mich auch immer mit so einer Zusammenfassung bedeckt gehalten, denn sämtliche Schriften und auch Videos, die jetzt darüber geschrieben werden, auch über Meeresspiegel oder wie auch immer, kann ich jetzt hiermit wieder aushebeln, weil es kann so gar nicht stattgefunden haben. So, es gibt nur einige wenige, die sind auf der richtigen Spur und auf der richtigen Fährte. Nur, ihr sollt wissen, dieses Heiligtum hier bei Magdeburg, also bei der Stadt von Maria von Magdala, denn das ist eine weibliche Linie. Diese Linie, die wir jetzt hier fahren, ist eine weibliche Linie, die letztendlich auf einen männlichen Punkt endet. Genauso wie diese Linie, sie ist ja auch hier weiblich, ne? Das ist ja eine weibliche Anlage, rund, kreisrund. Und diese Linie endet ja dann auf diesen Phallus, auf dieses Phallus-Symbol, auf diese Canossa-Säule. Ne? So. Und das ist, meine lieben Freunde, das ist die alte Welt, die wir hier sehen. Das ist die alte Welt, die zerstört wurde. Und deshalb gründet man dann Orte wie Pömmelter oder andere Orte, um den Fokus auf diese Orte zu lenken, damit die Menschheit nicht versteht, was wir im Ursprung eigentlich waren. Und wenn ihr genau hinschaut, ich muss es immer wiederholen, das hatte ich im letzten Video auch schon gesagt, ihr seht, dass diese Anlage hier ganz klar noch funktioniert. Weil sie hat sich am 7. 2009 hat die sich uns gezeigt. Oder 6. 2006 hat diese Anlage sich uns gezeigt. Und vor einigen Jahren, wo ich angefangen habe, mit Drohnen zu fliegen, da ist mir diese Anlage dann auch nochmal richtig zu Gesicht gekommen. Und zwar genau an einem bestimmten Tag, auch wieder im Sommer. So, und schaut mal hier, wie die Vegetation, wie die sich hier verändert. Und das ist der Beweis, dass diese Anlage funktioniert. Und wenn ihr euch das im Profil anschauen würdet, dann würdet ihr sehen, dass das hier alles, was grün ist, Hang ist. Das ist also ein Hanglager. Das heißt, die Anlage muss noch weit unter dem Berg drunter sein, weil wenn der Hang jetzt hier wäre, würde er das nur hier oben sehen. Würde man das ja nur hier oben sehen. Das heißt, hier oben ist ja ein Plateau, muss man sich vorstellen. Und hier geht es so 10, 15 Meter steil runter zur Elbe. So, und die Elbe, man sieht es ja hier auch, die frisst jedes Jahr immer natürlich immer mehr diesen Hang weg. Aber diese Anlage ist hier drunter. So. Jetzt verfolgen wir einfach mal die Linie. Oder warte mal, ein kleines Schmankerl zeige ich euch noch. Ich muss ja so ein bisschen euch bei Laune halten hier auf meinem Kanal. Ich habe mich ja so lange nicht gemeldet, aber es liegt einfach daran, dass ich auch in anderen Bereichen immer viel zu tun habe und deshalb auch immer nicht so oft die Zeit habe, mich da auseinanderzusetzen mit. Aber ich weiß, es ist wichtig. Aber ich muss natürlich gucken, dass ich auch irgendwie von irgendwas lebe. So, schaut mal. Wo ist denn das? Ne, da sind wir noch nicht richtig. Wir gehen jetzt mal die Elbe hier so lang. Und jetzt werdet ihr etwas sehen, was einfach was ein gigantisches Ausmaß. Ach so, naja, gut. Das sind so Vorbereitungen aus meinen aktuellen Videorecherchen. Da war ich jetzt auch schon, da habe ich mir auch schon einige Sachen raus zurechtgelegt, aber ich will es euch einfach mal zeigen. Ich muss es jetzt mal drehen für euch. Ich muss es jetzt mal drehen. Oder nee, ich drehe es nicht für euch, weil merkt euch doch einfach mal diesen Winkel. Warte. So, jetzt haben wir es wieder eingenordet. Merkt euch einfach mal diesen Winkel. Diesen Winkel dieser roten Linie, wie die jetzt so schräg durchgeht. Ne? Seht ihr ja? Merkt euch also immer einfach so, ich mache jetzt mal die Hand, so schräg einfach mal diesen Winkel merken. So. Ich nenne jetzt den Handwinkel als Eselsbrücke. Nun schaut euch mal diese Anlage hier an. Viele würden jetzt sagen, es ist keine Anlage. Doch, es ist eine Anlage. Und zwar ist es eine alte Hafenanlage. Und ihr seht ihr sogar, das würde der eine oder andere vielleicht sogar sagen, nee, das kann ja gar nicht sein, das ist von der Elbe irgendwie ausgewaschen. Hier, guckt mal. Die versuchen also immer mit irgendwelchen Bewuchs oder hier mit irgendwelchen Linien, wir gehen mal richtig rein. Hier haben sie einen Weg angelegt, das irgendwie zu verzerren. Aber das Interessante ist, jetzt schweifen wir einfach total wieder ab, ich weiß.
Aber ich muss euch das einfach zeigen, damit ihr dieses Ausmaß der Lüge hier selber mit eigenen Augen sehen und auch selber hinfahren und fühlen könnt. Das ist eine riesengroße Anlage, die ist noch viel größer als die in Stonehenge oder Lustau. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Schaut mal, ich nehme mal den Querschnitt, so ungefähr. Gehen wir durch den Mittelpunkt. Da reden wir von 1,1 Kilometer Durchmesser. So. Und genau hier im Zentrum, in dem energetischen Punkt, das ist genau dasselbe Spiel wie im Heiligtum der Elben in Lustau. Denn dort war ja in der Mitte vom Heiligtum der Elben in Lustau, war eine Flakstellung im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, das Dritte Reich hat über diese Organisation Todt, da müsst ihr meinen zweiten Teil Heiligtum der Elben anschauen, da rede ich nochmal drüber. Todt, das Auge des Horus, der Falke, wir hatten jetzt im vorangegangenen Video diesen Falken wieder gehabt und diesen Flügel hat man nicht ohne Grund für mich dort genau über diesen Weg gehangen, weil sie wussten, dass ich dort wieder erscheine und dort wieder hinkomme. Das ist also sozusagen eine Warnung, ne? Weil sie wissen, wer ich bin. So. Und genau hier hat man auch die Mitte wieder ausgehoben und hat hier einen kleinen See geschaffen. So. Und da ja viele nicht glauben wollen, dass wir jährlich etliche Tausende oder Millionen von Kubikmeter Wasser verlieren, was über den Eisring drüber hinaus in anderen Kontinenten abgezogen wird. Das heißt, unsere Erde wird mehr oder weniger trockengelegt. Ich sage ja immer, sie kommen aus Wüsten und sie hinterlassen Wüsten. Sie sind auf Wüsten spezialisiert. Und darum sind jetzt einige auch hier. Denn ihr seht es ganz klar hier über Google, weil das können sie nämlich nicht verheimlichen. Schaut mal, 2010 ist er noch da. Und 2016 ist er komplett schon weg. Oder 15? 15 oder 16. Seht ihr das? Das Wasser ist komplett verschwunden aus dem See. Und der ist nicht klein, wenn man dort vor Ort ist. Der hat so einen Durchmesser so von 100, 200 Meter. Versteht ihr das, worum es hier geht? Diese Anlagen funktionieren nur mit Wasser. Und wenn Sie das Wasser nehmen und immer mehr in den Grund absenken, durch Grundwasserabsenkung, damit sie wieder angeblich neue Bauflächen schaffen können, dann wisst ihr, warum sie das tatsächlich tun. Im Hintergrund läuft was ganz anderes, was ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Überhaupt nicht vorstellen könnt. Also die wenigsten. Und hier seht ihr, dass das hier immer weiter ging. Hier seht ihr das an der Vegetation, dass das hier kreisrund ist, dass es einfach durch Straßen und Strukturen verändert wurde. Was ist das für eine gigantische Anlage hier? So. Mehr will ich euch jetzt dann darüber nicht, dazu erst noch nicht sagen. Da kommt noch eine ganze Menge. So Gott will, sage ich immer. So Gott und Maria, die Urquelle will. Denn auch in Magdeburg gibt es hochinteressante Sachen zu entdecken und auch zu zeigen. So. Und hier ist das ein ähnliches Beispiel. Und ich habe jetzt hier oben, ihr seht es ja hier oben, hier oben in der Himmelsrichtung nichts verändert. Und ihr seht auch hier, ah, ich sage es verändert. Wartet. So, jetzt ist wieder eingenordet die Karte. Also wir haben jetzt hier Norden, ja, ich nehme jetzt diesen Stift, nördliche Richtung und schaut mal hier. Merkt euch einfach diese Ecke hier vom Monitor. Wir haben immer denselben Winkel. Wir haben also den Winkel von dieser roten Linie, die ich euch gerade gezeigt habe, eben gerade mit dieser Anlage, dieser 1,1 Kilometer große Durchmesser, die also einen Durchmesser von 1,1 Kilometer hat. Und wir sehen jetzt hier ebenfalls den gleichen Winkel, und zwar von dem sogenannten Pilgerpfad, was man ja im Stonehenge erzählt, um Menschen weiterhin in die Irre zu führen, wo man denen erzählt, da wurde dies Ritual fabriziert und dies und jenes. Leute, merkt ihr es nicht? Sie führen bewusst
die Menschheit in die Irre. Satan führt bewusst die Menschheit in die Irre, damit ihr eure göttliche Herkunft nicht erkennt. Diese Anlagen sind Frequenzanlagen. Das hat Tesla nämlich nur entdeckt. Er hat es nicht erforscht oder irgendetwas. Er hat nichts erfunden, sondern er wusste was darüber, weil er aus diesen gleichen Logenkreisen kommt. Deswegen wird er auch überall weltweit, ich sag's mal auf Neudeutsch, gehypt und werden Bücher geschrieben und was ich nicht alles wird da vermarktet. So. Aber er hat einfach das Wissen über atlantisches Wissen gehabt. Und deshalb kam er aus der Nähe auch, wo die bosnischen Pyramiden standen. Dort ist ja sein Heimatort oder seine alte Heimat. Und diese bosnischen Pyramiden waren schon lange bekannt. Schon immer waren die bekannt. Da wird es auch noch ein, zwei Videos zu geben. Und da werde ich euch Dinge zeigen, ohne dass ich jemals dort war. Aber ich weiß es nicht. Ich spüre es dann einfach, wenn ich mir diese Bilder angucke. Ich habe es sofort gefunden. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einer weiß, aber ich werde euch Dinge zeigen. Da steht sogar dort vor Ort geschrieben. Und keiner hat es bisher gemerkt. So, und vielleicht fahren wir auch mal hin. Ich bin ja gerade aktuell, ich habe es ja in einem anderen Video schon jetzt erwähnt, was ich noch nicht veröffentlicht habe, dass ich jetzt gerade dabei bin, ein Expeditionsfahrzeug fertig zu bauen. Und vielleicht fahren wir einfach dort denn hin. So, also der Winkel von diesem sogenannten Pilgerpfad, ihr seht es hier, ne? Läuft hier exakt immer in einen und denselben Winkel rein. So, gehen wir wieder rüber. Stonehenge, merkt euch den Winkel. Also heute müssen wir es einfach ein bisschen dokumentarisch machen, dass ihr diese Tragweite überhaupt erkennt vom Heiligtum der Elben. Und hier auch ähnlich der Winkel. Passt immer nicht ganz genau, weil, wie gesagt, Google ist nicht so genau. Dann, wenn man richtige Karten nimmt, dann ist das viel, viel besser. Das sind ja hier alles nur. Ihre sogenannten Satelliten sind ja ihre Wetterballone, die sie in diese Stratosphäre schicken und die knipsen den ganzen Tag diese Bilder und deswegen werden diese Bilder auch immer einzeln zusammengesetzt. Ja, und da passen eben halt einige Bilder nicht. Aber ihr seht es ja hier, wenn ich sie jetzt ein bisschen runterziehen würde, so, schaut mal, dann passt das schon, dass ihr diesen Winkel habt von diesem sogenannten Pilgerpfad hier, der hier rausgeht, diese Linie hier, die geht genau auf diesen Punkt. Das sind alles energetische Punkte, die in Mutter Erde vorhanden sind. Damit der Dom überhaupt erzeugt werden konnte, meine lieben Freunde, so hat man die Erde gegründet. Denn über diesen Dom ist Wasser. Da ist kein luftleerer Raum. Ihr müsst mal alles spiegeln. Wenn Sie sagen, da ist Vakuum, luftleerer Raum, dann ist da drüber Wasser. Und deshalb seht ihr in vielen NASA-Videos immer diese kleinen Wasserbläschen. Das ist eine Botschaft. Es ist nicht, dass die da drinne sind, da oben, sondern das ist das, was sie ja nachspielen. Was sie ja euch sinnbildlich zeigen. NASA heißt ja die NASA, die lange Nase, die Lügennase. Buratino ist dafür bekannt, ne? Pinocchio. Buratino bei den Russen, Pinocchio bei den Westalliierten. Jeder hat das allen gezeigt. Und wir sind die Wurzel. Es geht immer um Deutschland. Und sie haben immer versucht, Deutschland in den Krieg zu ziehen, weil wir der Ursprung sind. Der Harz, die Alpen, die drei Länder, Schweiz für CH, A für Austria und D für Deutschland. Rückwärts, vorwärts gelesen, das Dach der Welt, die drei deutschsprachigen Länder. Darum geht es, meine lieben Freunde. Und dieses Heiligtum der Elben hier in Sachsen-Anhalt, im Land der Sachsen, der Angeln und Sachsen, das Zentrum. Deshalb Sachsen-Anhalt. Deshalb findet man so viel in Sachsen-Anhalt, wie die Schamanen, die Himmelsscheibe von Nebra. So viele Artefakte, so viele Städte und Dörfer wurden verwüstet im Dreißigjährigen Krieg. Das sind alles Wüstungen von einem Krieg, der so nicht existiert hat. Der hat existiert, aber nicht so, wie es in den Geschichtsbüchern steht. Und die Pesttoten, die man dazu gedichtet hat, das sollte erklären, warum ganze Gebiete hier im Atlantischen Reich entvölkert wurden und verwüstet wurden und Burgen geschliffen wurden. Hier herrschte ein riesiger Krieg, meine lieben Freunde. Und die Wahrheit tut weh. Aber ihr wolltet diese Zusammenfassung, ihr kriegt sie jetzt. Und es geht gleich noch weiter. Es wird noch interessanter. So. Und wenn ihr schaut, auch hier auf einer Perlenschnur aufgereiht, ne? Könnt ihr selbst schauen. Und wenn ich jetzt hier in diese Richtung weitergehe, das können wir nicht machen, das springt sonst den Rahmen,
kann ja nicht mit euch jetzt hier die ganze Erde abarbeiten. Ich will euch einfach nur zeigen, was das Heiligtum der Elben überhaupt bedeutet. Was das für eine europäische, gesamteuropäische Bedeutung hat. Für uns alle. Es ist mehr als nur eine Ringanlage bei Magdeburg. Maria von Magdala, Marienborn, die Gründungsstadt, nachdem das Wasser genommen wurde. Ja, schon wieder. Naja, ist egal. Ihr habt es ja jetzt gesehen mit diesen Winkeln, ne? Dass die Winkel immer, diese sogenannten Pilgerpfade, immer in einer Himmelsrichtung zeigen. Warum das so ist, das wird dann später nochmal kommen. Kann ich jetzt hier so auch nicht zeigen, weil es ist sonst, wie gesagt, es sprengt einfach den Rahmen, meine lieben Freunde. Seid mir nicht böse. Heute ist es einfach nur eine grobe Zusammenfassung, dass ihr erkennen könnt, was hier auf einer Linie liegt. London wird hier tangiert. Und dann können wir hier durchgehen. Hier in Holland werdet ihr nicht viel finden. Nicht viel finden. Außer hier ein paar Orte, weil Holland war zum großen Teil ja auch unter Wasser. So. Die Holländer, die Friesen sind ja sozusagen die, die immer mit dem Wasser, wenn es runtergegangen ist, ne, Stück für Stück, dann mit weiter zur Küste gewandert sind. Deswegen habt ihr ja teilweise oben in Sachsen-Anhalt Orte, die man ähnlich an der Küste wiederfindet. Das sind dann nämlich diese neuen Orte, die gegründet wurden, die einfach mit dem Wasser mitgegangen sind. So, was will ich euch zeigen? Wir fangen mal jetzt in Lostau an. Wir gehen also wieder zurück zum Zentrum. Lostau, die letzte Aue heißt es übrigens. So. Und jetzt, meine lieben Freunde, zeige ich euch mal was. Jetzt gehen wir einfach diese Linie lang und schauen mal, was wir dort entdecken, wenn diese Linien sich kreuzen. Hier haben wir Meizendorf. Ist noch nicht so interessant. Ist auch interessant. Gehen wir aber jetzt nicht näher drauf ein. Ich will euch aber was anderes zeigen. Zum Beispiel hier waren auch alte Siedlungen. Ihr seht es ja hier, dass hier alte Straßen zu sehen sind, eine Kreuzung. Und diese Kreuzung kreuzt sich genau mit dieser Linie. Das heißt, hier war auch eine ganze Menge. Man sieht es nämlich hier auch in den Strukturen, dass hier Wüstungen waren und dass hier auch ein gesamter Ort niedergemetzelt wurde. Ja? So. Aber es wird gleich noch interessanter. Schaut mal hier. Wir tangieren den wichtigsten Punkt des Eisernen Vorhangs, Marienborn. Hier ganz in der Nähe ist ja dieses Kloster Walbeck an der Aller. Mal gucken, ob ich es schnell finde für euch. Schwanenfeld. So, und hier ist dieses Kloster Walbeck. Das kennt ihr ja schon aus meinen Schriften auf meinem Telegram-Kanal und auf vielen anderen. Hier seht ihr, das ist Kloster Walbeck. Auch das wurde zerstört. Liegt auch auf einer Linie, gehen wir aber heute nicht näher drauf ein, sonst wären wir hier nicht fertig. So, gehen wir mal wieder zurück. Wichtiger ist nämlich Marienborn, der Geburtsort von Maria. Wir haben ja auch Mosel ganz in der Nähe von Magdeburg, ne? Wir haben ja das Jerichoer Land, die Wüste von Jericho. Wir haben also alle Orte, die dort in der Bibel irgendwo beschrieben werden, die haben wir hier. Und nicht aus, ja, aus purem Zufall. So, da gehen wir dann noch näher drauf ein. Heute geht es ja nur darum, einfach mal den Zusammenhang zu finden, Heiligtum der Elben, was das Heiligtum der Elben ist. Und ich sagte ja, das Heiligtum der Elben von Lostau nach Stonehenge rüber ist eine weibliche Linie. Und deshalb finden wir immer, immer was mit Maria. Marienborn haben wir hier. Ne? Das ist ja eins der wichtigsten Orte, wo man dann eben ja, das Europa, das Land, das heilige Land durchtrennt hat, geteilt hat. Und das haben wir hier in Marienborn. So, gehen wir weiter.
dann stellen wir fest, dass diese Linien, egal wo ihr ihn die zieht, ich sage ja, ihr könnt ja diese Linien weiterziehen, das könnt ihr dann allein tun. Macht er denn dahinter weiter mit einem neuen Kanal oder wie auch immer? Es geht mir nur darum, dass die Menschen, dass wir uns alle kollektiv erinnern, dass wir verstehen, wie die Zusammenhänge sind und das, was sie uns erzählen, nicht wahr ist. Und hier seht ihr zum Beispiel ein, wir können ja hier aktuellere Bilder reinmachen, die sind dann immer schon deutlich besser. Wir sehen hier, machen wir mal wieder zurück, dann zeige ich euch nochmal dieses Bergwerk, wie es im Ursprung war. Sehen wir hier ein Bergwerk. Seltsamerweise haben wir einen Ort Harpke. Und ich erinnere an Harp für Energieanlagen. Und wir haben ja hier diesen Braunkohletagebau. Hier, wo auch Energie hergestellt wurde. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir hier in der Nähe von Harpke, hier ist der Ort Harpke, immer wieder Energieanlagen und Umspannwerke. Hier ist ein großes Umspannwerk, wie eine Harpstation. Hier hinten haben wir ein Umspannwerk. Das hier steht ja am Flugzeug. Ich habe noch nie gesehen. Ist ja ein Ding. Ja, wer weiß. So. Wir haben hier wieder ein Umspannwerk, das genau durch die Linie geht. Ihr seht es hier selbst, hier. Ja. So. Und wer sagt uns denn, dass diese Anlagen überhaupt das erfüllen, was sie uns erzählen? Oder vielleicht zapfen sie Energie ab. Warum haben sie denn hier gegraben und Braunkohle rausgeholt? Hier, genau hier. Warum kreuzen denn immer wieder diese Linien? Das könnt ihr auch zum Harz runter in diese Linie verfolgen. Immer wenn ihr diese Linien verfolgt, kommt ihr an Kieswerken, also an Tagebauten, wo immer irgendwas ausgegraben wurde. Und wir haben ja hier ganz in der Nähe dieses Paläon, ne? Dieses Paläon, dieses seltsame Gebilde dort, dieses Glasmuseum dort, wo angeblich die ältesten Siedlungsspuren Europas gefunden wurden. So, was für eine Botschaft, meine lieben Freunde, was für eine Botschaft. Denn was ist denn Braunkohle im Ursprung? Im Ursprung war es eine riesige Pflanze, wenn nicht sogar ein Mutterbaum. Und den haben sie hier ausgegraben und den haben sie verheizt. Denn Braunkohle entsteht durch hohen Druck, wenn Vegetation zusammengepresst wird. So, und das haben sie hier rausgeholt. Wenn es nicht vielleicht eine Meerespflanze war oder wie auch immer. So, wir haben also immer wieder Marienborn, wir haben hier Harpke und wir können hier einfach so lustig weiterfahren. Dann kommen wir an Orte wie zum Beispiel Rapke. Da können wir auch noch näher drauf eingehen, gehen wir aber jetzt nicht drauf ein. Das ist nämlich auch eine ehemalige Burganlage dort gewesen. Aber wichtiger ist zum Beispiel der Tetzelstein. Da blende ich euch dann jetzt gleich wieder Bilder mit ein. Ich weiß ja, dass ich die gemacht habe. Aber der Tetzelstein ist zum Beispiel auch sagenumwoben, denn dort sind seltsame Dinge zu Zeiten des Dritten Reiches entstanden, denn der Stein wurde vom Dritten Reich umgesetzt. Umgesetzt. Ich weiß nicht, ob er jetzt genau auf diese Linie gesetzt wurde oder ob er versetzt wurde, um von dieser Linie runterzukommen. Auch da gibt es wieder eine seltsame Geschichte über einen Bischof oder wie auch immer und einen Mord und dies und jenes. Aber diese Geschichte, wenn man das in Kontext setzt mit Energielinien und Energie, und unsere Erde, unsere Frequenz, unsere weiblichen Urfrequenz. Dann wisst ihr, was der Tetzelstein ist. Und auch darüber werden wir demnächst Video machen, weil das hängt auch unmittelbar mit Königs Luther zusammen. Mit dem Dom von Königs Luther. Und ja, da wird es wahrscheinlich auch eine größere Videoreihe zu geben, weil da hängt auch die Asse mit zusammen. Denn in Marienborn haben wir ja ein Bergwerk, den Schacht Marie, und dann haben wir ja die Asse. Ne? Und in beiden Schächten vergräbt man ja angeblich Atommüll. Ne? Marienborn hat man ja als Endlager auserkoren für irgendwelche Giftstoffe. Und die Asse hat man ja auch erkoren, das ist ja auch hier hinten beim Elm.
Die Asser sieht aus wie ein. War das hier? Hier haben wir die Ruine Assenburg, genau. Asse Parkplatz. Und hier ist der Schacht 2 Asser, genau. Ist auch ganz in der Nähe. Hat jetzt nicht unbedingt das mit der Leylinie zu tun, aber es gibt eine Verbindung. Und es sieht schon fast aus wie ein riesiges Schiff, was hier gestrandet ist. Wenn ihr das mal euch genau anschaut, dann seht ihr diese Außenbanden. Und hier im Zentrum ist ein großes Rechteck. Seht ihr das? Hier im Zentrum ist ein großes Rechteck. Genau da, wo man so eine Kajüte von so einem Langschiff des Kapitäns vermittelt, vermutet. Jeweils gibt es hier auch die Burgruine, Asser und wie auch immer. Da werden wir dann auch gemeinsam hinfahren. Also es gibt eine Menge Material. Ich schweife jetzt gerade schon wieder ab. Aber ich wollte es euch einfach nur mal erzählen, warum man denn überhaupt, wenn es denn. Jetzt nehmen wir mal an, es gibt keine Kernenergie. Alles, was die jetzt dort haben, ist schon längst freie Energie. Ja, gehen wir mal davon aus, ne, dass sie das Wissen geheim halten. Und den Leuten natürlich, um den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen, brauchen sie natürlich Atomkraftwerke und Atombomben brauchen sie natürlich dafür, dass die Menschen auch ruhig bleiben und still sind, ne, und jetzt auch gerade wieder aktuell verängstigt werden. Denn obwohl denn auch der Genosse Putin und auch der Genosse Biden, die stecken alle unter einer Decke, meine lieben Freunde. Da gibt es kein Gut und Böse, sondern. Der Böse ist über uns, denn Satan regiert die Welt. Merkt euch das. Satan regiert die Welt. So, und somit könnt ihr davon ausgehen, dass jede Regierung nicht in unserem menschlichen Sinne arbeitet. So, und die kleinen Lichter, die mal aufgeflammt sind, die hat man dann meist mit Krieg überzogen. Wem überziehen sie jetzt gerade mit Krieg? Na gut, aber es ist ein kontroverses Thema. Aber dazu könnte ich auch noch mal ein Video nehmen. Also wenn ihr das mal wissen wollt, warum die Ukraine gerade mit Krieg tatsächlich überzogen wird, schreibt es mir in den Kommentaren. Und wenn ich eine Menge Likes erhalte für dieses Video hier und auch eine Menge Kommentare in diese Richtung, dann mache ich mal so ein einstündiges Video aus meinem Inneren, was ich fühle, was ich sehe. Und damit ihr vielleicht das auch in einen anderen Kontext bekommt, was die Russen tatsächlich sind und was der Unterschied zwischen der wahren Russ und den Moskowiten sind. Ja, so, das könnt ihr ja gerne drunter schreiben. Wenn es genügend sind, wenn ich sehe, das ist wirklich interessant. Also nicht nur jetzt hier 5, 6 Kommentare, sondern wirklich eine Menge Kommentare und Likes, dass es jetzt überwältigend ist, dann werde ich das mal tun, wenn das gewünscht ist. So, wir haben also Harpke, wir haben den Tetzelstein. Über den Tetzelstein könnt ihr euch selbst informieren, da gibt es eine ganze Menge im Internet. Natürlich immer nicht das, was wirklich dort ist, aber was dort, ja, also es ist ein Anhaltspunkt. Was ich euch nochmal zeigen wollte hier Richtung Harpke. Nur, dass ihr das mal seht, das ist alles kein Zufall, dass das so ist. Ihr seht diese Linie hier, ne? Und schaut mal. Diese Linie geht genau durch diese Linie oder an der Linie entlang geht eine Schneise durch den Wald. Und genau hier wo dieses Umspannwerk steht. Seht ihr das hier? Hier, dieses Umspannwerk, ne? Und dieser Berg, der hier angelegt wurde vom Abraum, genau hier endet auch diese Linie. Und hier hat man sicherlich, ganz sicher, wieder etwas vergraben, was keiner sehen soll, was keiner wissen soll. Da können wir uns ganz sicher sein. Ach, schaut mal hier. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Haben wir auch wieder einen Punkt, das ist ja ein Ding. Ja, da muss ich jetzt demnächst mal hinfahren. Das sieht ja wunderschön aus. Schaut euch das mal an, ja. Könnt ihr das sehen? Also auch wieder genau an dieser Linie. Weil, wie gesagt, es muss nicht immer die Linie direkt durchkreuzen, sondern meistens ist es auch so, dass es dann einfach nur tangiert, ne?
Sehr interessant. Turmruine Habke. Und hier ist nämlich auch Wasser. Das heißt, hier muss eine alte Stätte sein. Was ist denn das hier hinten noch? Also haben wir heute wieder was Gemeinsames entdeckt. Hier müssen wir nochmal herfahren. Genau. Also ihr seht, diese Linie, die endet genau auf diese Abraumhalde hier. Ne? So, dann gehen wir weiter. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt eigentlich schon runter hier? Ach, sind wir schon wieder über eine Stunde, meine lieben Freunde. Ich sag ja, man verzettelt sich hier einfach, weil das einfach zu viel ist. Also, ich will euch noch einen Ort zeigen, damit ihr das sehen könnt, wie wichtig das alles ist. Denn es ist auch eine alte Kaiserstadt gewesen. Und sie haben bewusst alle Domstädte in Schutt und Asche gelegt. Und genauso auch diese Stadt Hildesheim, die hat man auch in Schutt und Asche gelegt. Und hier zum Beispiel, genau wo der Stadtteil von der Stadt Himmelstür ist, verläuft diese Linie entlang. Und sie verläuft, wo Himmelstür ist, die Himmelstür. Dort haben wir, ich weiß jetzt nicht, ob das noch Himmelstür ist, ob das Stadtteil noch dazugehört. Dort haben wir abermals Maria Magdalena, Maria von Magdala, Maria von Magdeburg. Und genau an dieser Linie läuft, oder genau an dieser Linie steht diese Kirche. So, und verläuft hier am Stadtteil Himmelstor. Und ihr seht, diese ganzen geografischen Orte zeigt man dann immer wieder, aber man muss sie einfach in den Kontext setzen können. So, und was auch noch interessant ist, da werde ich auch noch mal hinfahren. Wo ist denn das? Hier, schaut mal. Hier geht es direkt durch eine Aue wahrscheinlich, weil sie diese ganzen Seen, die hier, wo alles rausgekratzt wurde, da könnte davon ausgehen, dass es hier eine riesige Aue gewesen ist, denn auch Hildesheim war komplett vom Wasser umschlossen. So, hier haben wir die Nordstämme. Nordstämmen ist die, das sind die Nordstämme. Und wir haben ganz in der Nähe dieses wunderschöne Schloss schon fast. Nicht wahnsteinartig aussehend oder wie in Wernigerode, dieses Schloss Marienburg. Da haben wir also auch wieder diesen weiblichen Teil Maria. Das ist also eine weibliche Frequenz, die hier durchläuft und diese Städte verbindet, unterirdisch wahrscheinlich über Energielinien, die dann direkt bis nach Stonehenge durchgehen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Also Hildesheim, ja, hier sieht man es ja auch, dass es tangiert wird von dieser Linie. Ihr könnt also hier noch weitergehen. Hier oben ist noch ein Berg. Könnt ihr auch drauf gucken. Da findet man bestimmt auch irgendwas, was hier war. Ist nicht ohne Grund, ist das hier. Wie läuft das hier durch? Was haben wir hier für einen Anhaltspunkt? Steinbruch hier. Steinbruch, Holzmühle, da habt ihr es wieder. Hier wurde irgendwas wieder abgebaut, was wieder verschwinden sollte. Und die Steinbrüche werden immer nicht unbegründet dort gemacht. Das sind alles heilige Berge, die man nimmt für Straßenbau wie dies und jenes, um, wie gesagt, diese Welt zu zerstören. Und das Schöne ist ja aus deren Sicht, die Menschen tun es ja selbst für ihre materiellen Dinge, die sie sich schaffen müssen, graben sie ja selbst die Erze aus dem Berg, die letztendlich über bestimmte Kanäle hier aus diesen. Ja, von dieser Erde, von diesem Planeten genommen werden. Da werden wir auch nochmal ein separates Video drüber machen. Aber hier seht ihr ganz genau Habke, Marienborn. Ja, hier verläuft das alles. So, und jetzt wird es hochinteressant. Und damit beende ich dann auch fast das Video.
Wenn wir also vom Heiligtum der Elben von Lostau diese Linie ziehen zu einem ganz besonderen Ort, meine lieben Freunde, zu einem ganz besonderen Ort, da zählt auch übrigens Bad Belzig dazu. Waren nicht diese Heilstätten auch in Bad Belzig? Sagt mal, da waren noch die Heilstätten waren da auch in Bad Belzig, oder? Heilstätten Bad Belzig. Ja, sag ich doch. Ach nee, Belitz. Baumkronfahrt Bad Belzig. Belitz Heilstätten. Seht es dazu? Keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich belese mich ja auch gar nicht mehr. Nur noch dann, wenn es jetzt gerade wie jetzt hier. Das ist, wenn sie so Heilstätten. Naja, wie auch immer. Die sind ja sehr bekannt hier, diese Heilstätten. Und es hat auch seinen Grund, warum die dort stehen. Auch Bad Belzig auch dort ist. Und ihr seht ja, das kreuzt hier gerade diese Linie. Ne? Die Wasserburg Mark ist ja fast bei mir in der Nähe hier. So, aber wir wollen ja nicht da weiter uns drin verlieren. Ich will euch was Hochinteressantes zeigen. Und zwar schaut mal hier. Hier ist ein riesiges Raketenzentrum Luckenwalde, Kummersdorf, was im Zweiten Weltkrieg auch schon genutzt wurde und im Ersten Weltkrieg genutzt wurde. Diese ganzen Anlagen, ihr seht, hier wurde alles komplett umgegraben, zerstört, verändert. Was haben wir hier? Hier ist jetzt ein Windpark draus gemacht worden, waren ehemals riesige Forschungsanstalten, Truppenübungsplätze, wo besondere Waffen, wie gesagt, getestet wurden. Und jetzt habe ich diese Linie von Lostau, vom Heiligtum der Elben, nee, nun passt auf, habe ich hier hingezogen, weil ich wusste, dass diese Anlage hier ist. Und bin irgendwann mal drüber gestolpert auf diese Ringanlage. Und das ist zur heutigen Zeit ist das eine Forschungsanlage oder wird zumindest als Forschungsanlage betrieben, glaube ich auch heute sogar noch betrieben. Aber das Interessante ist, dieses Ding stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die haben genau das probiert, was in Lostau steht. Denn die kannten das Ding ja in Lostau, denn in der Mitte von Lostau war ja diese Flakstellung. Es gab ja einen Flakring um Magdeburg rum, um Fliegerangriffe abzuwehren. Und eine Flakstellung war genau in Lostau oben in dieser Mitte da oben drin. Wenn man da heute hinfährt, dann sieht man immer noch diese Bunkerreste. So, nun habt ihr jetzt hier wieder diese Windrose hier, ne? Also diese Nordstellung. Also hier haben wir wieder Norden. Jetzt rücke ich das mal so ein bisschen in die Mitte. Und wie ihr seht, schaut mal hier. Na? Also die heutigen Forschungsanlagen und die damaligen Forschungsanlagen, also in relativer Neuzeit, wurden genauso gebaut wie diese Anlagen, die ich euch eben gerade gezeigt habe. Stonehenge, ich könnte euch noch in Richtung Jerichower Land, könnte ich euch noch so viele Anlagen zeigen, die genauso gebaut wurden. Man könnte jetzt sagen, wenn man das Ding jetzt irgendwann wieder findet, nehmen wir mal an, 1000 Jahre, das gerät alles in Vergessenheit. So, nur stellt euch vor, und das ist das, was ich mal so witzig finde. Dann kommt irgendein Archäologe und sagt, oh, das ist eine alte Kultstätte, da hat man dies und jenes gemacht. Und dann pilgern da jedes Jahr Yoga-Leute hin, da pilgern dann das Neuheidentum, pilgert da hin und jeder schmeißt da so seine Knochen da in diesen Kranz rum und dann finden sie dies und jenes. Und wenn sie dann noch Tote finden, die ja vielleicht einfach durch eine kriegerische Handlung hier entstanden sein können, damit, weil das ist ja ein militärischer Stützpunkt, dann sagt man sogar noch, da hat man Menschen geschlachtet, hat man Opfergaben dargeboten und dies und jenes. Versteht ihr, was ich meine? Und deshalb sage ich immer gebetsmühlenartig, lasst euch, meine lieben Brüder und Schwestern, lasst euch nicht verblenden. Ihr seht in den gleichen Winkel. Die wissen also ganz genau, was diese anderen Anlagen, die also in diese Richtung Lostau, was diese Anlagen bedeuten, was die sind, welchen Ursprung diese Anlagen haben und, und. So. Und das, was ich euch jetzt hier in
fast eine Stunde und 19 Minuten Zeiger und dargeboten habe. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich in meinem Kopf habe. Ein Bruchteil. Und ich könnte euch auch diese Anlagen erklären, wie die funktionieren. Und ich könnte euch auch sagen, warum die dort sind. Und deshalb sehe ich meinen Videokanal als Reise, meine lieben Freunde, damit wir uns alle gemeinsam kollektiv erinnern. Denn wir waren ein hochtechnologisiertes Land, eine hochtechnologisierte Erde. Und das atlantische Land ging bis an die chinesische Mauer. Halb Arabien gehörte uns. Also Südamerika, Amerika allgemein, der gesamte amerikanische Kontinent wurde durch uns besiedelt. Und Stück für Stück hat man uns in diese Region getrieben, in der wir heute noch leider leben. Das ist nur noch Europa. Und deshalb hat man diesen Kontinent dann auch Europa genannt, weil wir selbst haben uns nicht Europäer genannt. Wir waren die Atlanta. E-Uropa hat man genannt. So hat man den Feind genannt aus deren Sicht. Damit sie uns markieren, damit sie uns markieren für nachfolgende Truppen. Auch Germanen haben sich nicht selbst Germanen genannt, sie haben sich nicht selbst Speermänner genannt, sondern sie wurden von dem Feind so genannt. Versteht ihr das? Und ich zeige ich euch hier immer wieder. Und diese Speere waren Technologiespeere, nicht das, was ihr euch jetzt denkt. Die Rüstungen, die man aus der Antike zeigt, haben was mit Energie zu tun gehabt. Und die man zusammenklöppelt heute, das hat nichts damit zu tun, was wirklich war. Und ich zeige es euch ja jetzt hier gerade. Anhand antiker Anlagen, was wir hier in Europa und auch schon in Sachsen-Anhalt hier haben. Und da könnte ich euch noch unendlich viel mehr zeigen. Und damit möchte ich an euch appellieren. Erinnert euch. Und ihr könnt das alle. Ihr findet es aber nicht in Buddha oder in irgendwelchen Yoga-Stellungen oder irgendwo anders. Das mag alles für den Körper gesund und gut sein. Aber in euren inneren Herzen, in euren inneren Seele, werdet ihr diese Anlagen wieder erkennen und wieder finden. Weil alles Frequenz, jede einzelne Zelle ist Frequenz. Und diese Frequenz muss ausgerichtet werden und diese Frequenz funktioniert auch nur in einer bestimmten Ausrichtung. Und genau das haben wir hier. In einer bestimmten Ausrichtung funktioniert nur so eine Anlage. Und deshalb hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, ja, das ist eine Raketenforschungsstation gewesen. Das machen wir ja heute einfach so weiter, ne? Aber war es denn wirklich so? Oder hat man einfach nur das dort gefunden? Und hat dann versucht, irgendwie das Ding wieder in Gange zu kriegen oder am Laufen zu kriegen. Versteht ihr das, was ich meine? Denn nicht ohne Grund haben wir hier diese ganzen Verwerfungen. Schaut euch doch das mal an, ja. Riesige Kasernen haben die um diese Anlage gebildet. Riesige. Auch das hier hat alles einen Grund. Ihr könnt es ja mal messen, wie groß es ist. Es ist nicht ganz so groß. Das ist ja mehr so ein nachgemachtes Ding hier, wo sie ja versucht haben, was nachzubauen. Jawohl, doch, das sind 400 Meter, meine lieben Freunde. 400 Meter sind das hier. Also könnt ihr davon ausgehen, einen halben Kilometer ist das Ding im Durchmesser. So, noch Fragen? Ich glaube nicht, oder? So, und hier drüben drumherum ist eine militärische Einrichtung. Und genau das Gleiche. Ich kenne ja immer wieder diese Kommentare. Ja, Dwasin, das ist ja alles Quatsch und dies und jenes. Dieses Video, was ich über Dwasin gefilmt habe, wo ich gesagt habe, dass diese militärischen Einrichtungen nicht ohne Grund dort hin verlegt wurden, damit man das immer vor der menschlichen, auch von der Zivilbevölkerung außen vorhält. Erst war erst dieser stinkreiche Banker da, dann hat das ja an die Wehrmacht verkauft. Die Wehrmacht hat die NVA als dann ja später übernommen und so war es immer irgendwo militärischer Hand, bis es gänzlich komplett verwüstet, zerstört wurde, dass man es kaum heute noch deuten kann.
Und heute gehört es angeblich irgendein Investor, den man aber angeblich nicht findet, und der hat so viele Schwierigkeiten gerade und keiner weiß so richtig, was er damit machen soll. Und so verwischen machen die dieses Wischiwaschi. Versteht ihr das? Und es ist genau das Gleiche hier. Genau das ist das hier auch. Und so verschwinden dann die Anlagen aus den Köpfen der Menschen, die wahrscheinlich zur Heilung und für uns selbst zur Frequenzerhöhung geschaffen wurden. Um natürlich auch dem Dom zu schaffen. Also, meine lieben Freunde, wir fliegen jetzt mal wieder zurück zum Heiligtum der M, denn dort beenden wir jetzt unser Video. Und freut euch auf kommende Videos. Hier seht ihr übrigens mal das Lostau, nicht ohne Grund an der Elbe gebaut wurde. Und der höchste energetische Punkt, nämlich diese Lostauer Warte, die heute eine Kirche ist. Wir gucken mal hier hin. Diese Kirche hier. Hier, die hier. Evangelische Kirche. Evangelium. E heißt E wie Gott. E. Van heißt von. Kennt man auch aus Holland, ne? Und Gelium ist die Galaxie. Das ist das sogenannte Evangelium. Der Gott aus der Galaxie. Da hat man einfach eine Religionsrichtung draus gemacht. Deswegen sage ich ja, und da werden auch noch Videos drüber folgen, Luther war auch so ein kleiner Finker und Luther gehörte nicht zu uns. Und alles, was ihr heute über Luther wisst, ist nicht richtig. Zeige ich euch in jedem Fall hier anhand dieser roten Linie hier. Deshalb habe ich die schon gezogen. Seid gespannt, meine lieben Freunde. Und ihr seht, das alte Dorf, das alte Fischerdorf Lostau, war auch direkt an der Elbe, denn die Hochwasserzeiten zeigen uns immer wieder unsere alte Welt. Und ihr seht ja, wie industriell das hier eingefärcht wurde, die Elbe. Wenn ihr das alles wieder wegnehmen würdet und die könnte sich wieder ausbreiten und ihr würdet alle Flüsse wieder anheben, dann hättet ihr auch wieder Wasser um Magdeburg herum. Diese ganzen Seen würden volllaufen. Alles würde verschwinden und wir hätten eine wunderschöne energetische Landschaft. Und dann fangen diese Anlagen wieder an zu funktionieren. Nämlich das Heiligtum der Elben. Die übrigens verbunden ist mit der Quickborn-Quelle. Die Quickborn-Quelle ist hier hinten. Da zieht sie nämlich das Wasser raus. Hier hinten in diesen Strukturen. Die sind auch nicht ohne Grund hier hinten, ne? Gut. Ich hoffe, dass war dokumentarisch genug und Zusammenfassung genug, damit ihr die Tragweite des Heiligtums der Elben überhaupt erkennt, warum ich euch diese ganzen Orte zeige. Denn fast alle Orte haben auf dieser Linie gestanden. Und auf der Insel Rügen haben wir es ähnlich. Da bin ich leider noch nicht zugekommen. Wie gesagt, wenn ich es irgendwie ermöglicht bekomme, oder vielleicht jetzt über diese Mitgliedersituation, dass ich dort mehr Freiraum bekomme, dann kann ich natürlich auch mehr Videos für euch machen. Und dann kann ich das natürlich auch alles viel schneller und effizienter abarbeiten. Aber für mich allein, ich sag mal nach Feierabend oder in meiner Freizeit, die jetzt schon jetzt fast dafür aufgebraucht wird, ich mache es auch gerne. Ich klage nicht. Ich sehe mich als Mensch. Es ist meine Mission. Dafür bin ich da. Und so sehe ich das auch. Aber auch ein Mensch muss essen. Ja, und wir müssen halt gucken, wie wir es hinbekommen. Und ihr seht ja übrigens diese ganzen Weinbergquellen, die kommen ja alle aus dem Berg. Und wenn wir das Höhenprofil uns anschauen, dann kann das eigentlich gar nicht sein, dass es aus dem Berg kommt, weil hier hinter ist alles Flachland. Das ist hier die höchste Erhebung vom Jerichoer Land. Und es ist auch sehr seltsam. Aber wie gesagt, ich werde euch noch viele, viele Dinge zeigen, auch wie hier oben diese kleine Kreisanlage, die seht ihr jetzt auch schon wieder hier. Und hier unten kann ich euch noch eine Anlage zeigen. Und die haben alle eine Verbindung. Das heißt, wir haben ein riesiges Gitternetz. Müsst ihr euch vorstellen, wie auf seinem Mainboard von einem PC. Und so haben diese Anlagen auch funktioniert. Und deshalb kann es nicht so gewesen sein, wie man es auf Jahrmärkten oder Jahrmärkten zeigt oder in irgendwelchen Lagerläden versucht darzustellen. Denn genau das ist nämlich dann diese Affentheorie. Entschuldigt mir diese Ausdrücke, aber diese Aussage. Denn wer sich einreiht in irgendein historisches Ereignis und lebt dieses Ereignis in ein Lagerleben nach, der reiht sich auch in diese darwinistische Theorie ein, dass er irgendwann mal vom Affen abstamme. Versteht ihr das?
Denn alles, was die dort erzählen über Wikinger, was das ja letztendlich nur heißt, bedeutet wir Könige, wie King, ja, wir Könige, die es ja so in der Form gar nicht gegeben hat, oder wir gehen auf Wiking, also auf Wikingfahrt, also was ist das für ein Schwachsinn? Da muss man einfach nur den Duden lesen, dann sieht man das, was King und wie heißt, ne? Genauso wie Svantevit, der weiße Schwan. Und dann sehen wir, in welcher Welt wir leben. Und ich sage nicht, dass es die Nordmänner nicht gegeben hat. Ich sage auch nicht, dass es die weißen Hyperboreer gegeben hat. Die hat es alle gegeben, aber nicht in der Form, wie ihr es ja heute alle lebt. Das ist nämlich der Punkt. Die waren hochtechnologisiert. Da könnten wir uns eigentlich schon fast in Richtung Sternenkrieg ansiedeln. Das, was Landmann ja auch geschrieben hat. Deshalb verehre ich auch diesen Mann übrigens so. Und ich finde es immer traurig, dass viele jetzt mit Althochdeutsch anfangen, ihre Kanäle zu füllen, wo ich genau weiß, weil ich kenne Landmann sehr gut und ich kenne ihn auch schon sehr lange, wo ich genau weiß, es ist sein Wissen gewesen. Denn der hat das schon in den 80er und in den 70er Jahren auch schon verkündet. Er ist nun leider 2018 verstorben, aber ich kann euch sagen, seine Schriften werden heute oftmals verbreitet, da einige verdienen sogar damit Geld. Ne? Und was ja auch nicht verwerflich ist, ist alles in Ordnung. Nur es muss aber auch immer heilig bleiben und man sollte dann auch die Quelle nennen. Das ist genauso, wenn ich sage, wenn jemand sagen würde, er wäre Gott und nennt nicht die Quelle. Versteht er das? So, also das in diesem Sinne, meine lieben Freunde, wir werden uns jetzt an das nächste Video machen. Oder ich zumindest werde das jetzt fertig schneiden. Ich hoffe, es ist morgen schon drauf auf dem Kanal. Dafür mache ich es ja heute noch so schnell. Und dann, ja, dann freut euch auf dieses Video und schreibt mir einfach in den Kommentaren, was ihr davon haltet mit dieser Mitgliedergeschichte, dass ich dann diese Werbung rausnehmen kann und dass ihr, was ihr davon haltet, dass ich mal vielleicht was über die Gründung von Russland mal sage aus meiner Sicht, ne? Wie das dann auch geografisch nur stattgefunden haben kann. Nicht das, was sie uns heute erzählen über Zar und Co. und dies und jenes, weil das ist nämlich das. Diese Geschichte, die sie erzählen, die nutzen sie ja jetzt gerade für diesen Krieg. Versteht ihr das? Und sie spielen die Stämme untereinander aus und die merken es nicht mal. Der eine ist pro-kommunistisch, der andere ist pro-westlich oder dies und jenes, gibt es ja alles gar nicht. Und zu dieser Zeit, wo das hier existiert hat, hat es ganz und gar nicht gegeben. Das hat man einfach nur drüber gestülpt, damit das heute überhaupt gar nicht mehr in den Fokus gerät, damit der Mensch gar nicht mehr diese Gedanken dafür hat, gar nicht freisetzen kann. So, aber müssen jetzt aufhören, weil jetzt ist schon mitten in der Nacht. Und ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Und ja, schreibt mir was in den Kommentaren. Ich freue mich und gebt mir mal einen Daumen hoch und teilt auch dieses Video gerne, damit mein Kanal verbreitet wird, weil ich sehe immer diese ganzen Rucksackfahrer, die dann immer sich dann was hier rausnehmen und Dinge verbreiten, die so nicht stattfinden konnten und gar nicht geht, weil ihr sollt immer wissen, die Spur führt uns immer zum heiligen Wasser. Und das heilige Wasser führt uns zur Quelle, zur Urquelle. Also in diesem Sinne, meine lieben Freunde, heil euch, bleibt rein und heilig. Heute habe ich mich mal nicht gezeigt, weil ich habe meine Haare nicht gekämmt. Und nee, war ein Witz, aber ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann.